Eismaschinenwartung und jetzt schon auf dem Weg zur Bühne. Wir begrüßen den Gastgeber des Gleichens, Kaki Dosa! Herzlich willkommen zu Nightwash, zu unserem Waschsalon, wo ich noch selber Waschmaschinen repariere. Ja, ihr lacht immer, irgendwie musst du dich finanzieren. Das ist so ein Job. Du stehst hier, die ganze Zeit haben wir draußen irgendwie gestanden, erst die Leute reingeholt, alle eingefangen. Hätte vorhin mal sehen sollen, ohne Bahn. Finde ich großartig. Wir haben letztes Mal welche gehabt, die sind immer hin und her gefahren, haben immer gewunken. Was ist los? Lebt ihr? Sagst du irgendwas? Was eine Konsumhaltung! Ein Gag wird gelacht, kein Gag Ruhe. So ist Deutschland. Bungee-Jump jetzt auch ohne Seil. Es muss immer größer werden. Deswegen habe ich in dieser Show auch vier Künstler. Für euch sind heute dabei Christoph, Sven, Käthe, Markus, Klatschen. Also, stopp. So, jetzt mache ich das nochmal langsam für euch. Ja? So, anscheinend seid ihr heute sehr akademisch drauf. So. Wir lachen nur bei guten Witzen. Ah. Hier kommt ein großartiger Künstler. Hier ist für euch Christoph Sieber. Ich freue mich wirklich. War lang nicht hier, oder? Ich war wirklich lang nicht. Ich habe echt das Gefühl, es ist ewig her. Ich glaube, das letzte Mal war ich hier, da gab es die SPD noch. Und da ist lange her, oder? Und ich habe ein gutes Gefühl für heute, weil ich habe zum ersten Mal mein Horoskop gelesen. Ich lese das wirklich nie, aber heute lese ich das und denke ich, das passt für heute Abend wie die Faust aufs Auge. Wirklich, mein Horoskop für heute, seien Sie wachsam. Es könnte sein, dass Sie bei der Ausübung Ihres Berufes beobachtet werden. Ja, was willst du denn mehr, oder? Ja, mehr. Also, ja. Ich bin da. Bevor ich anfange, muss ich kurz eine Geschichte vorwegschieben. Ich war letzte Woche zum ersten Mal beim Starbucks. Kennt ihr Starbucks, oder? Wahrscheinlich kennen sie alle. Ich war zum ersten Mal da. Es gibt ja alles beim Starbucks. Es gibt ja alles. Cappuccino, Frappuccino, Mochaccino, Latte Macchiato, Macchiato Latte, Latte Latte, Latte mit Milch, Latte ohne Milch. Die haben Latte ohne Milch da. Die haben eine ganze Latte von Sachen, haben die da. Eine riesige Latte und dann stehst du in dieser Schlange und dann stand der Herr vor mir in München im Starbucks, wirklich. Stand vor mir, guckte auf diese Latte von Sachen und fragte die Verkäuferin tatsächlich, sagen Sie mal, haben Sie auch Kaffee? Du musst inzwischen mit allem rechnen, ne? Und dann stehen alle mit diesen Kärtchen da. Ja? 10 Kaffee, dann kriegst du einen umsonst. Ja? Das wird den ganzen Mittag abgesoffen. Ja? 2 Kärtchen, zack. Ja? Weil es die Gier ist, die uns inzwischen antreibt. Oder Geiz ist geil, diese Giermentalität. Leute, die momentan tagtäglich tausende von Kilometern durch diese Republik fahren, auf einer Suche nach einer Tankstelle, die 2 Cent günstiger ist. Tankverfahren, aber für 2 Cent günstiger getankt. Neulich macht eine Bekannte einen Vorratsschrank auf, sind da 13 Packungen Zitronenkuchen drin, weil sie im letzten Jahr bei Real günstiger waren. Jetzt wird die nächsten 10 Jahre Zitronenkuchen gefressen. Weil es günstiger war. Und jeder von uns, kommen Sie mal ehrlich, hat doch so eine Hose im Regal, die ganz unten liegt, die man sich irgendwann gekauft hat, aber nie angezogen hat. Weil sie damals wahnsinnig günstig war, sich zu Hause aber rausgestellt hat, dass sie wahnsinnig eng und wahnsinnig orange ist. Ja, oder? So ist es. So sind wir. Menschen, die beim All-You-Can-Eat-Buffet für 4,90 Euro die Pappteller mitfressen, weil ja All-Inclusive ist. Menschen, die mit einem Puls von 220 bei Ikea im Restaurant sitzen, weil die erste Tasse Kaffee was kostet und jede weitere umsonst ist. Und dann wird so lange weitergesoffen, bis diese Kaffeemaschine aufgibt. Die Taschen voller Bleistifte, die sind ja auch umsonst, oder? Ja, sind umsonst. Hinten hängt noch so ein Metermaß aus Papier raus. Ja, ja, kann man ja auch mal gebrauchen. Neulich sitze ich in der Sauna. Kennt ihr Fruchtaufguss?
Es gibt so einen Fruchtaufguss, da gibt es so Fruchtspießchen in der Pause. Da kommt sie rein mit dem Tablett, gleich der erste, kann ich auch zwei haben? Jetzt hat er 15 Euro Eintritt gezahlt, jetzt muss er so viele Fruchtspieße fressen, bis er die 15 Euro wieder drin hat. Sie verteilt die Spieße und beim Rausgehen sagt sie noch, die Plastikspieße bitte hier links auf den Teller legen. In dem Moment höre ich, wie mein Nachbar schluckt und sagt, welche Spieße? Weil es die Gier ist. Und das Einzige, was wir uns dann nicht mehr leisten können, ist noch ein klarer Gedanke. Und vor allem eins, was wirklich das Wichtigste doch im Leben ist, Gefühle. Wir können uns kein, wir leisten uns, und das wichtigste Gefühl, was uns allen abhanden gekommen ist, ist Wut. Wir sind nicht mehr richtig wütend, sind wir doch mal ehrlich, oder? Wir sind nicht mehr richtig wütend, wenn man die ganzen Probleme sieht. Da müsste viel mehr un... Deshalb sitzt die Merkel ja auch in Berlin und sagt... Da mache ich halt nochmal 4 Jahre weiter. Weil ihr keiner im Nacken sitzt. Und deshalb möchte ich, dass heute Abend hier aus dem Nightwash-Waschsalon ein Signal der Wut ausgeht. In einem riesigen Urschrei. Wenn die Merkel jetzt vorm Fernseher sitzt und sagt, oh, dann mache ich doch mal noch eine Reform oder sowas. Ja, in einem riesigen Urschrei, ich baue auf euch. Ich baue, sodass der, das hier hinten beschlägt, das möchte ich erleben. Wenn die Straßenbahn vorbeiführt, dass die aus den Gleisen springt direkt. Ja, in einem riesigen Urschrei auf 3. Sie können zu Hause auch ruhig mitmachen. Ja? Wenn Ihnen nichts einfällt, worauf Sie wütend sein könnten, denken Sie einfach dran, wer neben Ihnen auf dem Sofa sitzt. Kommt auf 3. Ich baue auf euch. Kommt auf 3. Nehmt das alles zusammen. Eure ganze Wut. Alle Energie. 1, 2, 3. Ja! Sehr gut! Das ist doch mal ein Anfang. Das ist doch mal eine Energie. Und dann möchte ich euch aber auch zeigen, wie einfach es sein kann, glücklich zu sein. Es kann, wenn ihr ganz kurz die Augen schließt, für einen kleinen Moment, und für euch ganz kurz zurücklehnt. Und wenn ich dann sage, jeder von uns hat doch jemand, von dem er froh ist, dass er heute Abend nicht hier ist. Vielen Dank, auf Wiedersehen, danke. Christoph Sieber. Nochmal zu meiner Fensterscheibe. Die ist immer noch nicht so ganz beschlagen, wie er es wollte. Die All-Time-Favorite-Story aller Zeiten des Waschsalons. Hier stand jemand. Ja? Ich merkte das. Weil ihr hier vorne mich nicht anschautete, sondern ihr schautete dahin. Ich denke, was ist los? War mein Satz falsch oder so? Und ach, da ist einer. Da. Da war einer. Ich winke, er guckt, er merkt, oh. Da ist einer. Er hat mich gesehen. Und dann machte er etwas, was ich so noch nie gesehen habe. Er machte den Fahrstuhl. Bis der vollkommen weg war. Ich guck raus und sehe, wie der auf allen Vieren wegkriecht. So ist Deutschland. Wenn der Druck groß genug ist, werden wir kreativ. So ist es. Manche leiden und manche kommen aus Mainz. Hier ist für euch Sven Hieronymus. Ja, guten Abend, vielen Dank. Ich muss euch erzählen, mein Sohn kam neulich zu mir und hat gesagt, Baba, guckst du mit mir Titanic? Seitdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, wundere ich mich nicht, warum wir nur noch Weicheier großziehen, oder? Kennt ihr doch die Titanic? Leute, wir sind doch mit Männerfilmen groß geworden, oder? In unserer Jugend. Rambo, Rocky, Crocodile Dundee, James Bond. Ja? Helden, die gestorben sind für ihre Ideale, die dafür gekämpft haben. Ich gucke heute Titanic. Ich meine, der Film an sich geht ja, also der Anfang. Aber diese Leonardo DiCaprio-Sonne. Diese Pussy, wie der in dem Wasser hängt, sich an dem Brettchen festhält. Mir ist so kalt. Da bin ich aber halt durchgedreht. Nee, wenn der sich früher als Kind einen Holzsplitter in den Finger gezogen hat, hat wahrscheinlich der Eltern einen Rettungshubschrauber geholt. Mir ist so kalt. Ich kann mich doch in so einem Katastrophenfilm nicht so gehen lassen. Ja, es geht doch nicht. Ja. Mir ist so kalt. Da haben wir früher gesagt, da macht der warme Gedanke. Ja. Mir ist so kalt. Ich hab ja so gehofft, dass sich die Kate Winslet auf dem Brettchen rumdreht und ruft, jetzt halt doch mal die Fresse.
Du gehst mir auf den Sack mit deinem Gejammer. Also meine Frau hat es zu mir gesagt. Ja? Ja. Hier. Und nach gefühlte 5 Stunden lässt die Pussy endlich das Brettchen los. Ich habe gedacht, hoffentlich haben sie ein paar sizilianische Schuhe angezogen. Und ein halbes Jahr später taucht er in the Beach wieder auf. Da ist es ihm zu kalt. Ja, der schwimmt aber noch 1000 Kilometer bis nach Asien. Ich muss doch gucken, wen ich in so einem Katastrophenfilm die Hauptrolle gebe. Im Schwarzenegger. Der hätte Schwarzenegger genommen hier. Der hätte die Schiffsplanke zusammengehalten. Die wären doch völlig problemlos in New York angekommen. Ja. Oder der Bruce Willis. Der Bruce Willis. Der Bruce Willis hätte ich beim kleinen Finger an dem Brettchen festgehalten. Und hätte nur gesagt, hey Kate, Schweinebacke, gibt's das Wasser in kalt? Ja? Ja? Ja, und der Bruce hätte ja nie losgelassen. Ja? Der Film wäre ja Monate gegangen. Und irgendwann hätte dann die Hauptrolle in Lost übernommen. Ja? Nee, also bitte, ich muss, stell dir doch mal vor, der Leonardo DiCaprio hätte in Stirb langsam gespielt. Das wäre ein Kurzfilm geworden. Den hätte sie erschossen, bevor der Nagatomi Tower überhaupt erreicht hätte. Und dann hätte er auf der Treppe gelegen. Mir ist so kalt. Gott, du lieber Gott. Also. Ich meine. Wahrscheinlich hätte der Film dann auch Stirb schnell gehießen, aber es ist ja egal. Ja, ich muss da wirklich drauf achten, wem ich die Hauptrolle gebe. Oder der Robert Redford in Der Pferdeflüsterer. Ja, du lieber Gott. Stell dir mal vor, der Robert Redford hätte mal Spiel mit das Lied vom Tod mitgespielt. Ja, der steht da bei seinem Pferd. Da kommen 500 Bandite auf dich zugeritten. So. Und der steht da. Pferdchen. Pferdchen. Hast du Lust auf ein bisschen Hotte Hü? Wollen wir beide ein bisschen Hotte Hü dabei? Ja. Den hätte sie erschossen, bevor er das erste Mal Mundharmonika hätte spielen können. Ja. Der Bruce Willis hätte mit dem Gaul nicht diskutiert. Der hätte Struffgock los, der Gaul, ja. Ja, es wäre so gewesen. Ja. Oder Pretty Woman. Pretty Woman. Seitdem ich den Film gesehen habe, egal wo ich abends spiele, ich fahre alle Straßenstriche ab. Ich habe die Julia Roberts noch nicht gefunden. Ja? Ich meine, gut, ja, wenigstens der Name des Schauspielers hat ja Sinn gemacht. Der Richard Gere, ja? Der notgeile alte Sack. Ja, ja bitte, ich muss noch drauf. Stell dir mal vor, der Bruce Willis hätte da mitgespielt. Hier, der hätte die Julia Roberts geknallt und fertig. Fertig. Der wäre doch kein Feuerleiter hochgeklettert, hätte noch Rose mitgebracht. Der hätte wahrscheinlich vom Hubschrauber abgeseilt und den Balkon zerschossen oder so. Ja, nee, ich muss da wirklich drauf achten. Oder stell dir mal vor, der Leonardo DiCaprio hätte da mitgespielt. Bei Pretty Woman. Hier, die Julia Roberts steht da, ja, reißt dem vor Geilheit die Klamotte vom Leib und wenn er dann buttelarschnackig im Zimmer steht, mir ist doch kalt. Ja, ja, das ist doch. Und die Julia hätte wahrscheinlich nur gesagt, sieht man. Ja, also. Ja. Also, versteht ihr, man muss darauf achten, wem man in welchem Film die Hauptrolle gibt. Ich meine, was sollen unsere Kinder bei so Filmen lernen? Was lernen die da? Die schönste Frau findest du auf dem Straßenstrich. Mit Pferde musst du erst stundenlang diskutieren, bevor du überhaupt mal draufsetzen darfst. Und wenn du als Mann im Leben mal so richtig gefordert wirst, hältst du dich am besten an einem Holzbrettchen fest. Ja? Mir ist so kalt. Ja, Dankeschön. Tschüss. Sven Hieronymus. Sven Hieronymus.